Und damit herzlich willkommen zurück in der nächsten Folge. Ja, wir sind hier und jetzt kämpfen wir gegen den Piratenjäger. Ich wollte das auch in die nächste Folge packen, so Beine, Hans und sowas. Überleitung, das muss ich aber noch üben. Und daneben, hast du dir so gedacht, ne? So. Hat er sich gedacht, er kann uns rammen. Und das war's dann auch schon für ihn. Was hat er denn geladen? Metall, okay, das holen wir uns natürlich. Bei Metall versenke ich die Schiffe natürlich nicht, das wäre ziemlich dämlich. Leine geben, kräftig, ich sagte kräftig! Kräftig, ich sagte kräftig, Leine geben. So. Ach, auf die, hol die Landrappen ein! Ich hätte jetzt das gesamte Schiff noch einmal um. Ist das blöde? Ja, dann vielleicht geben wir uns mit der Kanone bei dem Schiff drin. Das ist ja nicht so hoch wie die anderen. So. Ah, das haben wir nicht, schaffen. Sieben Stück haben wir gekillt. So, da war noch einer und da war einer. So, und da haben wir es geschafft. Bitteschön. Na Ebbe, du bist auch noch nicht im Schiff. Ist der überhaupt schon mal mitgekommen? Der ist ganz schön faul, der Ebbe, ne? Der steht rum, kommandiert, hat übrigens die Muskeln, aber tut nichts. Immer so sein Gesichtsfetter steht da neben mir. So. Wir können den Jektor nochmal reparieren, wir sind ja auf offener See jetzt gleich, da müssen wir mal schauen, was da jetzt überhaupt für ein Kampf gegen uns kommt. Vielleicht müssen wir auch gleich gegen die Princess kämpfen, was ich nicht hoffe, da ich momentan ja immer noch keine Mörser habe. Ihr könnt mir gerne Mörserkanaten schicken, ich schreibe euch ja die Adresse und das Video, schickt dabei auch mal Mörser hin, dann nutzt man die dann im Kampf. Ja? Yeah? Ist so. Mal ganz kurz schauen, wo was überhaupt ist hier. Da unten. Vertrauen muss man sich verdienen, okay. Vertrauen muss man sich verdienen. Das Ding eher so, als wenn... Was ist das denn? HMS Hind. Was ist denn da passiert? Ne, das ist ja gar nicht so Zielort, oder? Wollte gerade sagen, das ist ja nicht so Ziel. Ups. Kommt da, oder? Bereit zu schießen, Sir! Auf was? Okay, das ist versunken alles, keine Ahnung warum. Ich dachte schon, das ist so Ziel, warum muss ich verdienen mit dann so ein Schiff? Habe ich eventuell gedacht, dass der Hornigold vernichtet wurde. Ach ja, außer Idwell und unserem Piratenmädchen bleibt uns ja nicht mehr viel, ne, mittlerweile. Mission starten. Sequenz. Wie lautet der Kurs? Principe Steuermann. Wir segeln zur Küste von Afrika. Oh, dieser Ladebildschirm. Warum zeigen sie nicht ein paar Ausschnitte, wie man zum Beispiel nach Afrika segelt? Das wäre doch viel cooler. So ein paar cool, ist, was ist ich, so ein riesiger Wal, der neben dem Schiff hochgeht, das ist so eine geile Strecke. Warum zeigen sie nicht sowas als Ladebildschirm? Und jetzt sind wir wirklich in Afrika angekommen. Alter, sieht das geil aus. Aber hier habe ich jetzt nicht irgendwie große Orte, oder? Die ich erforschen kann. Das glaube ich eher weniger, dass wir jetzt hier... Nee, okay, hier ist nur so ein kleines Camp wahrscheinlich. Also nichts Besonderes. Da, ich sehe es schon. Oh, oh. Die Feindschiffe versenken. Wow, okay, gut.
Vergesst es. Wir kriegen Verstärkung! Feuer! Da, ein gut platzierter Schuss! Feuer! Bereit machen zur Kollision! Feuer! Nehmen die Rahn aus dem Bett! Okay, wenn das die Feindschirme sind, dann... Bereit zu schießen, Captain! Feuer! Da gehen sie unter! Feuer! Ja, das ist die Verbundbacke! Und... Feuer! Oh, was? Schon mal überlegt? Feuer! Ihre Schwachstelle ist ungeschützt! Schieß! Feuer! Sie stehen am Tor zur Hölle! Geht ja gar nicht hier. Was sind denn das für Schiffe? Oh! Fregatte, 100 Metalle! Na, wow! Sowas will ich haben! So gefällt mir das! Wir sind schon am Rand, Captain! Bring uns weg! Und Truff! Hebt den Befehl, ja. Sir! Oh, doch, ich hab sie gerade. Feuer! Ein Treffer hier und sie bricht! Ne? Feuer! Oh. Sind bereit, Sir! Oh. Feuer! Daneben! Zurück! Sie schickt uns auf den Meeresgrund! Feuer! 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 Rum damit! Feuer! Feuer! Ein paar Treffer hier und sie bricht! Feuer! Feuer! Da zum Entern auf dein Zeichen! Raus aus dem Bild! So, schon wir zu dem Thema, dass es gleich auf den Meeresboden schickt. Und nicht mal ein Balken verloren bei 5 Schiffen. Na gut, das waren ja auch 5 monströse Schiffe. Also da könntest du nichts viel sagen gegen. Das war ja wirklich... Seesegel raus! Das waren Schiffe, das glaubst du nicht. So, okay. Zieht sie ran, Matrosen! Ran mit dem Scheiß. Aber unser Metall, das hat das echt gelohnt gerade. Dämlichen Captains mal wegmachen hier. So, da und wo ist noch Feuerwasser? Da hinten sind noch Feuerwasser. Kommt noch einmal eine Welle. Ja. So. War es schon okay? 8 von 15. Erstmal einer. Dann holen wir uns hier und weg ist er. Oh, haben die blauen Planeten noch? Jetzt haben wir auch. Sind das vielleicht alles Templer? Ah, das ist echt. Das ist hier das Schiff von dem Typen wahrscheinlich. Deswegen haben die komplett blau an den Klamotten rein. Oh, naja, da wird sich die Typen nicht freuen. Wenn wir seine eigenen Leute, wenn wir sein Schiff umbringen hier, aber... Na gut. Das war Glück! Na ihr, wie geht's euch? Metall, Rum, schwere Kugeln, Feuerfässer. Check doch reparieren. Aber die werden doch auf uns aufmerksam, wenn wir auf einmal die gesamte Schiffsflotte von dem versenkt haben. Oder? Ich meine, ich finde das schon auffällig. Wenn auf einmal vor deinem Hafen deine gesamte Flotte in Trümmern liegt. Und die Kreuzkopfsegel ein! Sieht jetzt nicht so aus, wenn sie da irgendwie... Verteidigung drauf hätten. Der war doch aus wie so ein kleines schnell aufgebautes Fort. Na gut, ist schon eine größere Stadt. Na dann, mal schauen, was uns hier erwartet. Ich suche nach Robert. Kommt bald zurück, die Crew wird schnell unruhig hier draußen. Mach ich. Einfach mal um den Pfosten herumspringen. So. Mal schauen, dann müssen wir sogar, glaube ich, hier mit einem Schlag alles machen, weil aus dem Grunde, dass wir hier wahrscheinlich nie wieder zurückkehren werden. Wir werden hier mit dem Robert suchen und dann war's das. Deswegen werden wir hier alle Nebenmissionen schnell machen müssen, um 100% erreichen zu können später noch. Ah, soll jetzt ja nicht so das Ding sein. Hier wird nicht so viel zu finden sein, nehme ich mal stark an. So. Runter. Und synchronisieren. Kann glaube ich kaum, dass wir einmal um die halbe Welt gesegelt sind jetzt. Ne?
So, runter mit uns. Natürlich liegt hier in Afrika, was ja mittlerweile so mit eins der ernsten Länder, ernsten Kontinente so ist. Natürlich liegen hier Brun ohne Ende. Jetzt wissen wir auch, warum Afrika so arm ist. Da kam dann irgendwann mal so ein Appworm vorbei, hat einfach alles mitgenommen. Da war Afrika einfach arm. Also wir sind dann schuld an der Misere Afrikas heutzutage. Okay, gut. Dann wäre das ja geklärt. Ich nehme stark an, dass die uns sofort verfolgen werden, wenn wir hier... Ja, haben wir schon gedacht. Warum liegen hier eigentlich so viele Feuerfässer? Okay. Wow, weg hier. Okay, nochmal Waffen kurz. Waffen lädt er natürlich nicht. Gucken wir mal kurz, ob wir hier noch ein paar Kugeln finden. Fände ich nämlich äußerst praktisch. Hallo? Nimm das nun mal den Typen? Ja, genau den. Okay, gut. Kugeln aufgefüllt. Und da drüben sehe ich... ein Animus-Fragment. Die Frage ist, wie ich da hinkomme. Ach, alles klar. Alles klar. Hä? Nicht? Muss er da hochkommen? Nein, das wird mal darüber gehen. Ach, das ist blöde. Ach nee, okay, hier komme ich übers. Hier, da ist nur das Daumen übers Fort rüber zu kommen. Und den hier muss ich nehmen, um zum Animus-Fragment zu kommen. Ah, das ist klar, okay. Muss man natürlich auch erstmal wissen. So. So, runter da und Schatz holen. Au. Ja, okay, den Affen. Oh, was ist denn hier los? Captain Kenway. Oh. Schon wieder eine missliche Lage, Roberts. Wir sollten endlich damit aufhören. Hör auf, mir zu folgen und dein Wunsch wird wahr. Das ist doch nicht nötig. Du weißt, ich stehe zu meinem Wort. Unser Captain Howell starb heute bei einem portugiesischen Angriff. Der sture Narr. Ich warnte ihn nicht, an Land zu gehen. Das wurde inszeniert. Von den Templern Burgess und Cochran. Dieselbe Brut, die dich nach Havanna brachte. Ah. Ich fürchte, es macht keinen Sinn, vor den Templern zu fliehen, oder? Es ist wohl an der Zeit, zurückzuschlagen. Dieser Tonfall gefällt mir. Und ich weiß auch genau, wie. Doch diese Männer, Cochran und Burgess, sie dürfen nicht entkommen und von meiner Flucht berichten. Niemals. Glaub mir. Falls du Männer von meiner Crew siehst, tu ihnen den Gefallen und schick sie her. Tu ihnen den Gefallen. Ich tue, was ich kann. Na, endlich haben wir den Weißen auf unserer Seite. Ich dachte schon, das wird nie was. Schaffen wir das? Wunderbärchen. So, dann haben wir mal kurz nach. Während die Granate da explodiert. Oh, ja, ja, komm. Lass mich in Ruhe. So, weg da, weg da. Oh, das ist halt weh. Ich dachte, die Granate trifft mich jetzt voll, aber okay, dann halt nicht. So, nachladen. Kurz nochmal die Herren nach Munition durchbündern hier. So, du hast nichts, aber du vielleicht. Doch, der hatte zwei Kugeln. Ah, okay, gut. Na gut, 18 reicht mir jetzt erstmal. Cochran und Dings aufspüren. Okay.
Ist doch größer als ich dachte, das vor. Nur aufpassen, dass ich nicht zu viel mache mit einmal. Sonst habe ich am Ende keine Zeit mehr für die wichtigen Dinge. So, wie zum Beispiel diese hübsche Truhe, die hier steht. Die da oben steht. Truhe, die hier steht? Ach, hier, okay, alles klar. Boah, das erinnert mich gerade voll an Assassin's Creed 1, ey. Krass. Krass. So. Da oben ist der Aussichtspunkt, den erhole ich mir gleich mal. Da war hier oben muss ein Feind sein. Schwips. Hab ich noch? Ne. Aber komm ruhig, ja. Mist, ich dachte, ich kann den noch als Schutzschild nutzen. Ah, Mist, ich bin immer mitten im Kampf, wenn der Typ auf mich schießt. Aber ich frage mich ganz ehrlich, warum haben die jetzt... Achso, der ist ja Sklaven, der Typ. Mist, schaffen wir das noch? Mist. Was? Ernsthaft? Der wirft uns runter und du bist tot. Ich hasse was. Okay, gut. Dann muss man halt... Was haben wir jetzt? Sind wir jetzt wieder hier unten? Ernsthaft? Nicht euer... Oh, ist nicht euer Ernst. Schau mal ganz auf die Karte drauf. Zwei Fragmente sehe ich hier und eine Truhe. Und noch ein paar Leute befreien. Ist also momentan nicht so viel. Okay, die haben wir erledigt. Was das denn jetzt? Das sah das mal aus, wenn er da anpisst oder so. So, ich wollte hier hoch zu dem Turm. Um zu synchronisieren. So, und den Robert auch noch. Ich sehe nichts. Okay. So. Der sucht da hinten im Heuer auf. Guck mal, ich bin hinter dir. Genau da bin ich. Und die wollen mich auch noch aufspüren. Würde ich sagen, das ist aber besser hier, hoffe ich. So. Wo ist der Aussichtspunkt? Oh, nicht hier runterfallen. Hallo? Renn! Ups. So, den haben wir auch. Und den noch. Und du noch. So, ich hoffe, keiner ist gestorben. Und Mist, einer ist gestorben. Anonym werden. Okay, einer mal befreit. Ach ja. Na du, was meinst du? War doch ein schönes Spiel mit dir, hä?
Hat bestimmt Lust, auch mal mit mir zu zocken. So, Moment. So, da kommen wir hoch und hier ist der Aussichtspunkt. Synchronisieren. Mal schauen, was wir hier noch so haben. Und dann beende ich die Folge auch erstmal heute, denn morgen wird erst geguckt, was passiert, wenn wir die beiden eliminieren und wer dabei wirklich drauf geht. Tschüss. Adios.